Und gerade wenn wir offen über Schwierigkeiten reden, das ist oft das Feld für tiefe Begegnungen. Während für das blöde Spiel, jeder ist cool, jeder ist super, da passiert eigentlich das Wesentliche nicht. Das Verrückte ist ja, wenn du geboren wirst, weißt du nicht, ob du in Österreich geboren bist oder in China. Du hast ja keine Ahnung, dass es den aufrechten Gang gibt. Du weißt nicht, dass es eine Muttersprache gibt. Und jedes Kind lernt innerhalb der vom ersten Jahr circa die eigene Muttersprache. Ohne Grundwortschatz, ohne Druck. Keiner steht daneben und sagt, hey, verdammt nochmal, lern das, das sind die Vokabeln. Deine ganzen Babyfreunde können schon Muttersprache. Was ist denn los mit dir? Das Problem ist nur, dass wir dann irgendwann im Leben hören, hör auf, so blöd zu fragen. Sei nicht so neugierig. Mach keine Fehler mehr. Wenn du null Fehler machst, bist du gut genug für da draußen. Es braucht schon verdammt viel Mut aus dem Nichts heraus, irgendwann eines Tages aufzustehen, 100 Mal auf die Schnauze zu fallen und gehen zu lernen. Wir wollen inspirieren und über die echten Momente des Einfachlebens sprechen. Dafür lassen wir außergewöhnliche Menschen zu Wort kommen, die unsere Werte teilen und optimistisch in die Zukunft blicken. Weil wir daran glauben, dass deren Geschichten Mut machen.